Jo, dann sind wir wieder bei Pokémon X Nuzlocke. Beim letzten Mal haben wir noch ein paar Routen aufgeräumt und nein, wir möchten keinen Schutz einsetzen. Und ich hätte es beinahe vergessen. Ersatzbank. Ich bin ja auch ein Depp. Moment, ich muss mal gucken, wer überhaupt rausfliegt. Ich habe die ja beim letzten Mal noch nicht rausgepackt, weil ich ja die Route noch fertig machen wollte, aber wir sind ja mit der Route schon fertig. Ja, es ist ganz klar, wer rausfliegt. Kurita, Malte und Millie. Okay. Ja. Ich hab's nicht vergessen. Es ist mir erst am Ende der Folge eingefallen, kurz bevor ich dann zu Caleb wollte. Dachte ich mir, nö, okay, Caleb in der nächsten Folge ist dran. Und dann ist mir wieder eingefallen, Moment mal. Nee, Caleb ist noch nicht in der nächsten Folge dran, denn Ersatzbankregel wirkt noch. Ja, die sind alle sogar nochmal einen Ticken stärker, aber dadurch, dass sie jetzt eben nicht im Team waren. Ja, ich hab's ja die ganze Route über nicht benutzt, von daher müssen jetzt auch nicht wirklich auf die Ersatzbank, ne? Also es geht ja halt wirklich darum, um die Pokémon, die im Team waren. Na gut, Lapras habe ich zwar benutzt, aber noch nicht nur zum Surfen. Habe ich dich überhaupt jemals im Kampf eingesetzt? Nein, ne? Ne, du hast nicht einen einzigen Erfahrungspunkt bekommen, weil einfach mal, seit du da warst, durften wir den Peterling mehr benutzen. So, jetzt muss ich kurz gucken, wie sieht's mit dem Level aus? 27, 28, 8. Och, wir sind sogar alle ziemlich auf dem gleichen Level. Schick. Ja. Jetzt ist die Sache. Wir kämpfen gegen Caleb. Er hat ein Psyaugon auf jeden Fall. Er hat ein... Was hat er nochmal für einen Starter gehabt? Was haben wir denn noch für einen Starter? Ach ja, das heißt, er hat Feuer. Ja, das Feuer-Psycho-Ding. Phanexis. Nein. Phanexis? Rutena. Genau, Rutena. Rutena. Ich glaube, extra für Rutena nehmen wir Lapras mit. Titanica! So, dafür kann der Affe mal hier bleiben. Weil wir haben jetzt keinen mehr, der stärker ist als 30. Außer wir nehmen Titanica mit. Dann haben wir jemanden, der stärker ist als 30. Nehmen wir auch den Nepetaler halt so lange nicht. Jetzt muss ich mal schauen. Ich glaube, extra für Caleb nehme ich die drei sogar mit. Weil ich habe das gerade so ein bisschen Schiss vor dem. Dass der mir aufs Maul hauen könnte. So. Ich lass mal die drei dann kurz hier. Ich habe echt gerade Angst, dass der mir wirklich aufs Maul hauen könnte. Und das würde mir nicht gefallen. So, wie gesagt, der fängt mit Psyaugon wahrscheinlich an. Deswegen packe ich mal Luni nach vorne. Titanica haben wir für Rutena, für alle Fälle. Und was er noch hat, habe ich keine Ahnung. Von daher hoffe ich einfach mal, dass wir die richtigen Pokémon dabei haben. Tut mir leid, dass ich so spät dran bin. Ich muss dich treffen, weil ich unbedingt eine Mega-Entwicklung sehen will. Natürlich ist es dir überlassen, ob du die Mega-Entwicklung einsetzt oder nicht. Aber als Pokémon-Trainer würde ich gerne sehen, was in Pokémon steckt. Ich bin mal gespannt. Bitte übertreib's nicht mit dem Okay, du hast nur drei Pokémon. Und Psyaugon fängt an. Gut. Absol! Stimmt, er hat noch ein Absol. So, wie sieht's vom Level aus? Oh, gut. Nicht allzu hoch. Unheilböen. Wird schon mal nicht schneller. Und das zieht nicht viel ab. Gut. Wieso habe ich nicht Börder eingesetzt? Was ist stärker? Jetzt muss ich kurz mal schauen. Unheilböen hat 60, ne? Ja. Börder hat 65. Und beide sind speziell. Okay, dann machen wir Börder. So, du machst deinen Psi-Strahl. Seriously? Danke, Looney. Absol. Ja, gegen Absol. Setzen wir sogar Miffy mal ein. Sein erster richtiger Kampf, quasi. Er hat gesagt, er will eine Mega-Entwicklung sehen. Wir geben ihm eine Mega-Entwicklung. So, dann. Mega! Steigerungshieb. Ting! Dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum. Lucario wird zu Mega-Lucario oder Mega-Miffy. Und setzt Steigerungshieb ein. What? Okay. Stimmt.
Warum das jetzt so viel Schaden gemacht hat, gut, das war natürlich sehr effektiv, aber... Mega Lucario, sieht man das hier jetzt? Ja, Mega Lucario hat Anpassung. Das heißt, die Attacke hat jetzt einfach mal nicht nur anderthalbfachen Schaden, sondern doppelten Schaden gemacht. Plus nochmal doppelten, weil sehr effektiv. Im Endeffekt machen jetzt alles nur unsere drei Pokémon hier, ne? Also die drei, die wir sowieso nicht mitnehmen wollten. Aber gut, so haben sie auch alle drei mal ein bisschen was zu tun dafür, dass sie die letzte Route nicht wirklich was machen konnten. So, ich würde sagen, Surfer. Wie fühlt sich das ab? Volltreffer! Gut. Calum. Hat gepasst. Du hast mal wieder eindrucksvoll demonstriert, wie stark du bist. Und du hast eine Mega-Entwicklung gesehen, die du sehen wolltest. Zufrieden? Wir sind zur selben Zeit von Assistia aufgebrochen und haben denselben Weg zurückgelegt. Und doch unterscheidet sich unsere Stärke. Liegt es an mir? Fehlt mir das nötige Talent? Gib auf jeden Fall dein Bestes in der Arena. Na, ich würde sagen, das hat perfekt geklappt. Die drei, die eine Pause haben, durften einen Rivalenkampf machen und die anderen... Ja, dürfen jetzt die Arena machen. Die Frage ist, welche drei? Es ist eine Pflanzenarena. Ich hätte sogar, glaube ich, drei gute Pokémon im Kopf, die wir alle einsetzen dürfen. Also, einsetzen dürfen wir sowieso alles. Das ist ja nicht das Problem. So. Du kommst auch mal eben raus. Moment. So, dann gehen wir dahin. Dann machen wir da mal eben Platz für Lapras. So, und Serie kommt auch nochmal kurz raus. So. Joa. Ich würde sagen, das wäre ein gutes Dreier-Team hier. Ja. Ich finde, das sieht gut aus. Mal gucken, was haben wir denn? Hier haben wir den Windstoßflächen, aber der Käferbiss haut auf jeden Fall gut rein bei den Pflanzen. Und die Verteidigungswerte sind gut. Das ist schon mal gut, ja. Hier natürlich Feuer. Feuerzahn, Aeroass. Beides sehr gut. Flug-Pokémon, Aeroass. Und Flying Press hat ja auch Flugeigenschaften, war das, ne? Genau. Wobei ich jetzt eigentlich überlege, ob ich ihm mal... Ja, er trägt ja eh kein Item, ne? Nee. Das heißt, Akrobatik dürfte sehr viel stärker sein als... Ja, nicht sehr viel stärker. Ja, gut, Akrobatik hatte Stärke von 110 dann dadurch. Moment, einmal kurz ordnen. Moment, ich habe gerade was Schönes gesehen. Die Kreuzschere. Du kannst Kreuzschere lernen. Das ist besser als der Käferbiss. Ja, Käferbiss hat 60. Du hast 80. Viel besser und beides sind physisch. Ja, das mit der Kraftwelle in der nach der Arena war ein bisschen doof. Ich habe Kraftwelle dummerweise, ich weiß auch nicht warum, mit... Oh, du kannst auch Akrobatik. Dann lernst du auch Akrobatik. Da muss ich aber das Item wegnehmen. Nee, dann lieber nicht. Ich möchte gerne die... Wobei es so oder so egal, weil... Akrobatik ist immer noch besser als Windstoß. So, tschüss Aeroas. Ja, wie gesagt, ich habe Kraftwelle mit Vakuumwelle im Kopf irgendwie verwechselt und dachte, ja, Vakuumwelle ist ja eine Spezialattacke, das bringt ja bei ihr nicht so viel. Aber gut. Naja. So, wie sieht es mit den Angriffen aus? Speziell ist etwas besser, aber... Ja, das ist ein Unterschied. Wir nehmen echt mal dann... So. Und Akrobatik gelernt. So, haben wir noch irgendwas schön... Ach, Aeroas kann ich auch jederzeit wieder beibringen, das ist gut. Giftschock hat sie schon, Clownwetzer. Irgendeine Feuerattacke noch? Nö. Gifthieb könnte ich lernen. Fliegen. Ach, du hast noch kein Fliegen. Muss man das auch noch beibringen irgendwann. Gut, ich würde sagen, die drei sind bereit für die Arena. Da wir jetzt wieder unter Level 30 sind, dürfen wir den EDP-Teil wieder anmachen. Ich könnte auch einfach mal wieder hier auf registrieren. So, dich können wir mal aufheben. Dich können wir registrieren und... Nein, ich wollte dich gerade nicht... Nein, wieso bist du nicht auf Items? Spiel? Nein. Das macht man nicht.
Itemradar möchte ich registrieren. So, wie sieht's mit den Items aus? 6 Tränke, 15 Supertränke, ein paar Heiler hier und da. Ich nehme mal ein paar Gegengifte mit. Man weiß ja nie. Es ist eine Pflanzenarena. Sie könnten auch Gift-Pokémon haben. Oder einfach mal Pflanzen-Pokémon, die Giftattacken beherrschen. Sowas wie Giftpuder. Nein, du hast keine Gegengifte. Und da ist hinten nichts mehr. Oder haben wir sogar Hyperheiler? Oh, wir haben sogar Hyperheiler. Wobei, ich habe noch genug von den anderen Heilern. Wir nehmen einfach mal 5 Gegengifte. Ist immerhin billiger als ein Hyperheiler. So, 10 Minuten um. Wir haben noch nichts geschafft, außer Calum, um aufs Maul zu hauen. Ab in die Arena. Wir haben unsere 3 Pokémon, die das packen. In der Folge werden wir wahrscheinlich nicht zur Arena kommen. Das würde mich stark wundern. Achso, ich muss A drücken. Aber wir werden auf jeden Fall schon mal ein paar Trainer umhauen können. Nebenbei, für die, die es vielleicht schon vergessen haben, diese Arena war eine der ersten, oder ich glaube, das war auch wirklich eine der ersten Sachen, die sie aus dieser Edition gezeigt haben in den Nintendo Directs. Alabanga. Alabanga? Ja, fast. Gut, wir schicken Honeyqueen voraus und schauen mal, wie es hier aussieht. Ich habe Angst. Flower Power, spüre die Kraft von Mutter Natur. Wir haben sowohl Käfer- als auch Flugattacken. Wir sind selber ein Käferflugtyp. Und du kommst mit Vegicheater an. Musst du mir echt diesen Affen entgegenschmeißen? 32. Was? Oh Gott. Okay, Kreuzschere. Samenbomben. Das dürfte hoffentlich... Gut, nicht viel abziehen. Das Gute ist, unsere liebe Honeyqueen ist sehr gut gegen Pflanzenattacken geschützt. Gegen Geistattacken vielleicht nicht so viel. Wow, dass das sogar mehr abgezogen hat. Ja gut, ich bin jetzt noch... Ich bin noch langsamer, als ich ohnehin schon bin. So. Aber gut gelöst. Wie viel kriegst du jetzt? Level up! Wunderschön. Boah, gut. Schön auf die Verteidigungswert. Habe ich den EP-Teiler nicht angemacht? Nee, ich habe ihn nur registriert. Stimmt. Ich lasse trotzdem mal Honeyqueen weiter vorne. Aber wir heilen sie mal eben fix. Ich sollte den vielleicht auch anmachen, wenn ich ihn auch benutzen möchte. Ich muss mir jetzt nicht noch härter machen, als es ohnehin schon ist. Wir kämpfen ja schon mit einem stark, unterlevelten Team hier. Ich würde vielleicht sogar schon so weit gehen und vielleicht sogar eine minimale Trainingssession für die 3 einlegen. Zumindest bis alle Level 30 dann sind. Weil das ja, wie gesagt, das Level des schwächsten Pokémon des Arena-Leiters. Ich glaube, sein stärkstes ist sogar Level 35? Oder 32? Ich weiß es gerade gar nicht. Dann würde ich sogar machen, dass wir in dieser Folge alle Trainer hier drin besiegen. Ich werde die Freude am Sieg über die mich mit meinen Pokémon teilen. Und dann schauen wir mal. So, Ranger Elodie. Roselia. Na gut, da können wir ja mit Akrobatik draufhauen. Ja, Zwinger wirkt. Mal gucken, wie viel Akrobatik so abzieht. Giftspitzen. Gut, wir wechseln nicht aus. Hui. Giftdorn. Why? Honeyqueen könnte echt einen Priority Move brauchen. Und nochmal Giftspitzen. Wobei, ich könnte auf Chris wechseln. Ihnen macht das ja nichts aus. Ja. 900 Punkte. Blablabla. Gift. Wer kommt? Oma Dame. Wir wollen es mal nicht herausfordern. Chris, mach du das. Ich meine, du bekommst jedenfalls keinen Schaden, weil du ein Flug-Pokémon bist, oder? Auch wenn du den Boden berührst. Ne, bekommt keinen. Vorahnung. Ja, du erschauderst. Erschauderst du etwa davor? Akrobatik! Jo. Keine Chance. Unser kleiner... blitzschneller Chris hier. Honeyqueen, Level 29. Heilbefehl. Oh. Wie viel heilt das?
50%. Ich nehme das mal für den Giftschock rein. Vorerst. Ich muss mal gucken dann, ob ich es vielleicht irgendwann mal wieder wegmache. So, Elodie besiegt. Wobei, wenn ich sehe, wie schnell wir hier eigentlich leveln. Also vor allem... Honey Queen levelt ja doch recht fix. Ich denke mal nicht, dass wir da jetzt wirklich eine Trainingssession nötig haben. Ich glaube, ich werde es einfach so versuchen. So, schauen wir nochmal kurz, ob hier irgendwas ist. Hier ist ja natürlich noch mehr. Na gut. Schauen wir schon, ob wir irgendwie noch schnell noch einen Trainer hier irgendwo finden. Ich habe so das Gefühl, ich gehe gerade zur Arena. Zur Arena? Ich bin in der Arena. Zum Arena-Leiter hoch. Oh Gott. Da hinten ist schon mal eine Sackgasse, ne? Ja. Und da hinten geht's zum Arena-Leiter hoch. Okay. Ich klettere nochmal eben fix runter. Wir sehen uns dann im nächsten Part unten nochmal. Und dann schaue ich nochmal, ob ich da unterwegs noch jemanden vergessen habe. Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Ciao.